Hallo Freunde von World of Warships, ein außergastscharker Stream und ansonsten Alltag für uns. Mikey, wir hauen ab hier. Wir verbinden uns mit diesen beiden anderen Gneisen aus. Wir fanden uns C, denke ich mal. Ah, C ist scheiße, lass uns doch lieber an B fahren. Hallo Olli übrigens. Oh ja, B, nee. Alter, B ist in der Mitte. Hi Frankie. Ja, aber C ist Hi Olli. bescheiden abgegeben. Du bist schnell. Du bist eine Gneise noch, Mann. Du bist ein Ja, es Kotzer. geht mir darum, dass ich nicht wirken kann auf C. Selbst wenn ich reinfahre zum Captain, ist Ja, nur bei diese mir ist enge so meine Muschi da Fokus. kann ich nicht durchschießen. Ja gut, wir können bei B fahren, kein Problem. Dein Plan, wir fahren nach B rein. Ich erinnere nur daran, wir haben zwei Kagiros, eine Luoyang, eine Hatoharu und eine fucking Kiev. Ja, nee, ich will ja nicht richtig B rein brawlen zuerst, oder? Was haben wir da im Gegnerteam? Tirpitz Gneisen aus. Also entweder will ich volle Pulle rein, also richtig hart rein und die über den Haufen ballern und rammen und torpedieren, bevor sie was geschissen kriegen, oder wir dümpeln ein bisschen rum. Ich würde einfach sagen, wir folgen der Zerstörermeute. Ja, die Idioten fahren nach C. Wer fährt denn rüber nach C? Ganz im Ernst, wenn man das taktisch betrachtet. Frank, was sagst du? Das ist voll gut. Das ist voll gut, nach C zu fahren, weil du Nee, nimmst C C würde ich ein. gar nicht. Nee, C nehme ich mich selber auch raus aus dem Spiel. Aus der Rechnung. Siehst du, das denke ich auch. Hallo, ich bin immer mit meiner Tirpitz nach C gefahren. C und dann durch den engen Kanal nach B rein. Fertig. Aber ist egal. Wie ihr machen wollt, mir ist es wurscht. Macht, was ihr wollt. Ja? Lasst mich in Ruhe. Ich kann mich da an das Match, Macht, kann was ich mich ihr sogar noch erinnern, als wir versucht haben, uns gemeinsam da durchzuquetschen. Was wir auch sehr erfolgreich geschafft haben. Das stimmt, aber hatten wir nur Glück, dass auf der anderen Seite zwei sehr, sehr unfähige Zerstörerkapitäne waren. Das geht ja wieder gut los. Ja. Olli, 30 Euro. Was, die Dingsbums da? Die Belfast, wie aus wie ich es mir gedacht habe, 30 Euro. Und hat die jemand schon von euch? Ja. Ja. Der Sharky. Fahrt ihr jetzt gerade? Aha. Ja, dann schaue ich mal kurz bei YouTube. Okay, bin offen. Ach, herzlichen Jetzt nicht Glückwunsch. mehr. Irgendwas entdeckt. Also, wie gesagt, ich kann. Zur Not kann ich euch Radar zünden, damit ihr zumindest seht, wo die DDs sind, aber. Gneise Sau. Ohne Kreuzunterstützung wird schwierig sein, die rauszunehmen. Ist. Das ging ja mal meilenweit daneben, sie sind auf mich geschossen. Mir schießt auch irgendwas gleich. Ich habe mal Hydroakustik angemacht, bin offen. Hast du Radar auf dem Teil? Jetzt habe ich gerade angemacht, da hinten. Scheiße. Komm ich nicht rein. Kagero. Also er hat schon bestimmt getorbt, garantiert. Also Pichi. Vorsicht. Hab hier Unser erstes 5000 Ziel, Erfahrung, Leute. Glück. Komm ich nicht rein. Little Bitch, little Bitch, little Bitch. Da sind die Oh. Torpedos. Oh ja, hat sie gefressen. Das war ich. Sehr gut. Ich habe nur 6000 gemacht. So, ihr könnt. Wollen wir reinziehen, Frankie? Die Kagera hat geworfen. Ja. Einen Werfer müsst ihr noch haben, oder? Hat die nicht drei? Hat die Ich habe nicht? keine Ahnung. Boah, dreimal vier oder zweimal? Ich Was soll ich weiß. sagen? Da hinten steht was wir vielleicht rausnehmen können, wieder schon. Oh, die Luang schon geplatzt, sehr gut. Problem ist, ich habe Angst, sie weiterzufahren. Obwohl, nee, na gut. Ah, das ist ein Gneisen und eine Türpitz, also die werden mich zu verspeisen. Ja, warte, bleib stehen, bleib stehen, bleib doch hinter dem Berg stehen. Na, warte, warte, die fahren weg, alles gut. Ich bin weg. Ich muss unbedingt diese scheiß KGO hier rausbekommen. Ja, ich fahre rechts rum und bin mich ein bisschen. Ah, gut, Frank ist auch da. Die Hachuhau hat ein bisschen gescoutet hinter den Bergen. Ich weiß nicht, wo die Ich KGO hab mal gerade ein kurzes Stück langsamer gemacht, ja. Ist gut, ist Damit gut. wir uns nicht ins Gehege kommen beim. Ja, ich bin offen, das heißt, die kleine Bitch ist hier irgendwo. Ja. Bist du, kleine Hure? Du kleine Da oben ist schwarze sie. Hure, da ist sie, kleine Nutte. Hintertürme drehen noch nicht rein. Willst du nicht mal losfahren? Ach, da kommen die Hi. Torpedos. Oh, da ist Sehr die Gneisensau. schön. Oh mein Gott, wir haben Ja. Doppelfächer geworfen. Und abgelegt. Sehr gut, Muss sie aufbauten. ich warte auf die Kagero hier und helfe Sharky beim Rausnehmen. Und Ja, dann. ich hab leider was gefressen. Ja, kannst du ja heilen. So, da ist sie. Nein, kann ich nicht. Das Belfast kann war's ich für die nicht. Kagero, ich hoffe mal. Das kriege ich hier Ja. eingeschenkt, Alter, von allen Seiten. Werde gleich platzen, Freunde. Es tut mir so leid. Das ist beschissen. Das ist eine Fuji. Ja, hab schon drauf gehalten. Ah, ich bin raus. Oh, dafür habe ich sie auch gekillt. Ah, hast du Rache. gekillt? Hast du genommen? Ja. Sehr schön. Deine Fotze. Mike, schnappst du dir Ja. das Cap?
Hätte ich den Torpedo nicht geschluckt von Kagero, wäre alles gut gewesen, aber nein. Hallo Opa! Und Eisenau schießt mit AE. Hätte ich diesen verfickten Torpedo nicht geschluckt, wäre alles gut gewesen. Hammer. Hab ja ein kleines Problem. Vor uns, Frankie, ist ein Nebel. Ja. Das ist von unserem DD. Ach so, okay, ja gut, dann fahre ich durch und nehme die Gleise nach von links und du schnappst sie dir von rechts, oder? Machen wir das so. Das war unsere Dings von uns, unsere Hanjo Haru. Die ist aber, glaube ich, draufgegangen. Sehr gut. Mike Robert in der Zwischenzeit Base. In aller Ruhe. So, jetzt kann ich auch heilen. Jetzt sagt sich so. Pass auf, jetzt steht ja eine Fletcher im Nebel und toppt andere raus. Durchaus im Bereich des Möglichen. Nein, aber war wirklich von unserer Hanjo Haru. Zumindest war unsere Hanjo Haru an der Position. Das ist immer. Achso, geht der Rauch jetzt langsam zu, also. Ja, da ist nichts mehr drin. Da ist noch eine Hanzuhaarung, ja. Das Problem ist jetzt halt. Na gut, ich folge dir rechts rein. Jetzt krieg ich auch von der Tirpitz, ne? Ja, ja. Das Problem ist, die fliehen, das ist aber kein Problem. Schau mal, das ist alles unser Verdienst. Wir vier haben das da gerissen bekommen. Oh. Oh, wow, 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 wow. Schießen alle auf dich, das heißt, ich kann ein bisschen breiter fahren. Sehr gut, Mike kommt auch an in seiner Gneise nach. Frankie denkt an die Kagero, die ist fast vor dir, ne? Mhm. Das ist eigentlich bestimmt, die muss ich anschießen. Ach, 2000, dammit. Die Hatsu ist so gut wie raus. Was, eine Tirpitz ohne Bemalung? Hallo? Oh, Patch, ja. Oder? Muss mal schauen. Manche Leute. Ja, ey. Ja, Kagero. Warte, Frankie, wundert sich das? Es gibt Leute, die essen löffelweise Zimt und hören es auf YouTube. Oh. Und dann wundert sich, dass es Leute mit der Tirpitz ohne Bemalung. Cinnamon Challenge! Yeah, GZ. Hat die getorbt? Auf dich, auf mich? Man weiß es noch nicht, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die überhaupt gebockt hat. Vielleicht hat sie auch nach Zera getaucht. Okidoki. Mein Bildschirm ist voll schmutzig, Alter. What the fuck? Eine feuchte Aussprache, wenn ich spiele. Ich bin noch unschuldig mit Belfast. Keine Ahnung, wie sich das Spiel verhält. Deswegen bin ich hier, um etwas zu sehen. Fuchs, ja, Belfast ist. Ich habe die jetzt zweimal gespielt. Das erste Match war ganz okay. Bin ich aber auch ziemlich schnell draufgegangen. Das war jetzt das zweite Match. Leider habe ich mir den Korb eingefangen. War so nicht geplant. Hätte ich den Korb nicht geduckt, wäre sie selbstverständlich noch hier unterwegs gewesen. Der hat keine Torpedos geschmissen. Nee, also wahrscheinlich war es im Reload. Ja. Wir werden das weiter beobachten. Der Belfast. Also sie ist kein schlechter Schiff, sie ist wirklich kein schlechter Schiff. Nun darfst du die Belfast, also zumindest nicht so fahren, wie ich sie jetzt gefahren bin. Absolut offensiv. Gut Leute, lasst uns sammeln. Sorry, entschuldige Schalke. Oh, kein Problem. Lasst uns B verteidigen gehen. Bitchy fahren halt. Drehen wir mal ein, ne? Das sollte eigentlich Zerstörerfutter sein, die zwei Schiffe da drüben. Wir können draufschießen, ihm wegfahren und gut ist. Die lebt ja immer noch, ja, gut, wollte schon sagen. Ich fokus hier mal die Tirpitz. Mal anstecken, vielleicht klappt. Ja, gut, ich meine, bei welchen Kreuzern zieht das Zitadelle nicht groß, Fuchs? So, ich kenne keine Kreuzer, die ich nicht zitadelliert habe, ganz ehrlich. Und na gut, die Briten, die fangen sich extrem schnell Zitadellen ein, das stimmt schon. Sind aber auch mit einem Holzrumpf und Papier beschichtet bloß. Genau. Nein, aber es liegt halt daran auch, dass es halt wirklich leichte Kreuze sind und irgendwie eine Schwäche müssen sie schon haben. Ich glaube, Wargaming wird die Panzerung runtersetzen von den britischen Kreuzern, um das zu verhindern. Also sie sind halt nicht einfach zu fahren. Das ist eben das Gute auch daran. Also ich finde das zumindest gut, weil nicht jeder kann mit denen umgehen und sind halt spezielle Gefährte. Wenn man sich aber ein bisschen drauf einlässt und ein bisschen damit übt, denke ich schon, dass man sehr gute Ergebnisse damit erzielen kann. So, kurz läuft weiter. Ich mag ja brennende Schiffe. Ah, fast 10.000 auf die Tirpitz gerade gemacht. Sehr gut. Ich muss sagen, schadenstechnisch ist das jetzt ein momentan sehr unterdurchschnittliches Gefecht in der Gneisenau. Aber war halt nicht mehr da.
Bis jetzt. Na gut, ihr habt doch noch. Ihr habt noch eine Iowa, Gneisenau. Wir hätten noch die Gneisenau. Irgendwo schwirrt noch ein Kreuzer rum, den ich gerade nicht sehe. Mai, kannst du auch nochmal die Turpels anappeln? Ja. Also ich setze gleich nochmal ihn ab. Bin ja relativ gut, die Türme. Ja. Ich hätte gerne diesen kleinen Zerstörer-Boost. Einmal Y drücken und dann 10% schneller fahren. Oder 20. Oh, scheiße, gehen die daneben. Hat der, ja, der frisst sich an der Seite lang, die Pfeife. Gucken wir an. So. Iowa. Auf 11. Iowa. Nee, lass Iowa. Die ruhig. Lass die ruhig, Mia. Ich bin schon auf 6,5. Die fress ich auf. Da drüben wären die Ashigara. Wenn ihr die erledigen könntet, wäre sehr geil. Ich schieße gleich in meine Flanke. Jo. Ashigara. Darf ich einmal auf die Iowa zimmern? Ja, ja, hau rein. Da ist aber nicht mehr viel übrig. Ja, ich sehe schon. Das war eine Doppelzieher von mir, wie gesagt. Frankie, nicht fragen, einfach machen. Gneisenau liefert. Gib mir echt noch einen Sack dahin. Stimmt. Ja, Praller. Ich will nur vermeiden, dass er... Und jetzt hat mir die Zuma den Kill. What the fuck? Vielen Dank. Ach, da hinten ist noch die Fit... Nein, was smuckt sich denn da? War das einer von uns? Die Neisen noch in unserem Smoke. Gingen alle daneben, ey. Ein Treffer für 6-9. Die Neisen noch steht in unserem Smoke. Hat gerade torpediert, ich weiß aber nicht auf welche. Da, welche Richtung. Jetzt weiß ich welche. Easy win, würde ich mal sagen. Ich will mich rammen. Ja, würde ich auch machen an der Stelle. Ne, willst du doch nicht. Vor allem verkleinert er so seine Silhouette in den Tops. Bing, 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 bing. Ach, die Gneisenau ist einfach die Königin der Welt. Komm schon, Schätzchen, zieh deinen dünnen Arsch ein. Ich will noch auf die Ashigara. Joko, meinst du? Ja, das ist halt so. Ich sehe sie ja. Also die. Ich sehe sie auch, nur als Miyoko. Die, ich sage immer Hentai-Schiffrennen, aber es sind eigentlich Anime-Schiffrennen. Nein, Siegbox, grüße ich übrigens. Ist jetzt viel Container aufgemacht, viermal gegambelt und viermal nur Flaggen rausgekommen. So. Nichts. Viermal Niete gezogen. Aber der Olli hat gestern 20 Müll rausgezogen, soweit ich weiß. Ach ja, Glückwunsch, Olli. Das hört sich jetzt nicht so an, als würde ich mich für dich freuen. Ich mach das aber. Ich brauch's jetzt nicht schleimen, Mann. Was? What? So, dann geht's jetzt auf die Gneise, Sau. Vielen Dank übrigens, dass ihr mir den Kuchen von der Iowa überlassen habt. Das war sehr nett. Ich hätte das nicht gemacht. Ich weiß, du bist auch ein gieriges Schwein. Ich hätte das auch gerade nicht beigemacht. Wie sie liefert die Gneisenau auf 13 Kilometer. Also das Teil ist der Hammer. Ich bin zufrieden mit dir. Zu empfehlen. Opa, ich habe keine Ahnung, ob du auf solche Spiele stehst. Also grafisch und technisch ist BF1 wirklich top. Multiplayer macht es sehr viel Spaß. Wenn du Battlefield magst, wenn du Shooter magst, wenn du Team-Shooter magst, kann ich nichts dagegen sagen. Also Battlefield 1 ist für mich viel besser. Stimmt allerdings, ich habe mir die Tests zu Battlefield 1 durchgesehen. Battlefield läuft wie geschmiert, auch auf FX 6200 oder 6100er Prozessoren. Kann man echt nichts sagen. Ja, 20 Millionen hat er gestern rausgezogen.
Also man kann durchaus was gewinnen. Also wie gesagt, ich mache eine Studie, ich werde jetzt jedes Mal gamblen und gucken, wie oft irgendwas drin ist. Mal schauen. Wie gesagt, vier Eaten haben wir schon gezogen, vier. Und Mike gurgelt ins Mikro. Bis hier irgendwas Vernünftiges rausbekommen. Was war eine Runde? Ich sagte gerade, das war eine 100.000er Runde. Sehr gut, ja, bei mir auch, nur 24. Guck mal, obwohl ich so schnell rausgegangen bin, immer noch im 1000er-Bereich, 1100 Punkte noch gemacht, Alter. Ja, das ist halt Skill, hat halt nicht jeder. Ja. Das sind gute abschließende Worte für das Gefecht.